Kunden, die hierher kommen, suchen für ihre Daten, für ihre IT-Systeme, für ihre Rechner einen Standort, der stabil ist, höchste Verfügbarkeit garantiert. Dazu gehört, dass der Strom nie unterbricht, dass die Kühlung immer gewährleistet ist und insbesondere natürlich auch die physische Sicherheit gewährleistet ist. Und insofern ist so eine Übung, wie wir es heute oben jetzt mit der Feuerwehr gehabt haben, für unser Unternehmen sehr, sehr wichtig. Also wir haben Alarm bekommen, dass im Green etwas passiert ist. Dann natürlich sind wir eingerückt ins Magazin, mit unseren Fahrzeugen hierher gefahren. Der Einsatzleiter hat gerade die Situation erkannt, das Ganze begriffen, Kollegen von der Brücke aufgeboten, damit die mit der HDL die Rettungen ausführen auf dem Dach. Nachher ist Stunden die Rettungen ausgeführt worden vom Atemschutz. Die haben drei Personen darunter gehabt, die sie müssen retten. Die Vorbereitung hat schon vor längerer Zeit angefangen. Wir haben das Ganze angeschaut, das Gebäude vor Ort. Wir sind trainiert gegangen, durchgelaufen. Und anhand von dem haben wir weiter geplant, ein Einsatzkonzept erstellt, speziell zugeschnitten auf die Übung, die wir jetzt Abend hatten. Und so haben wir es auch durchgezogen und es hat einwandfrei funktioniert. Der Einsatz selber ist sehr gut abgelaufen. Wir haben aber auch gesehen, was noch optimiert werden kann. Das wird von der Feuerwehr jetzt auch noch aufbereitet, analysiert, Lehren daraus gezogen. Also das ist ja auch die Idee von so einer Übung, dass man auch Schwachstellen sieht, wo man noch ausmerzen kann, dass wenn der Ernstfall mal wirklich passieren sollte, dass man dann eben optimal vorbereitet ist.